In diesem Video soll es nun endlich um die Zucht der braunen Orchidea-Harnischwelse Orthotyropsis piribebui gehen. Ich habe die Tiere im April oder Mai angesetzt hier in diesem 30-Liter-Würfel und ihr seht daran schon, dass einige Monate vergangen sind. In diesem Zusammenhang möchte ich mal darauf hinweisen, dass die Zuchtprojekte und die damit verbundenen Zuchtvideos dann für YouTube der aufwendigste Teil an meinem ganzen Hobby sind. Ich mache das unglaublich gerne, das ist für mich auch der schönste Teil am Hobby, aber es dauert eben auch wirklich lange. Ich werde häufig gefragt, wie viel Arbeit ich in die Videos hier reinstecke und das ist sehr, sehr themenabhängig und die Zuchtvideos, die sind wirklich sehr, sehr aufwendig. Über Monate hinweg filme ich immer wieder Sequenzen. Ich muss mir Gedanken darüber machen, wie die Zucht funktionieren kann. Ich muss umstellen, wenn etwas nicht funktioniert. Und das war hier bei den braunen Orchidea-Harnischwelsen auf jeden Fall auch der Fall. Das heißt, es war ein langer Prozess der Entwicklung. Ich musste da meine Erfahrungen sammeln, um dann am Ende dann wirklich auch zum Erfolg zu kommen. Damit zusammenhängt auch, dass die Zuchtvideos häufig etwas länger werden als die normalen Videos. Ich halte das für extrem sinnvoll, um wirklich eine Anleitung zu haben, wie man das machen kann, wenn man sich denn dafür interessiert, das auch mal nachzumachen. Ich möchte diese Zuchtvideos eigentlich immer so machen, dass ich nicht irgendwie nur so kleine Sequenzen zeige, meine braunen Orchidea-Harnischwelse am Eier gelegt und dann ist wieder Ende, sondern ich möchte gerne ein komplettes Video dazu machen, vom Ansetzen der Alttiere, übers Eierlegen, über den Schlupf der Larven, über das Wachstum der Jungtiere, wie ich da hingekommen bin, wie ich die versorge und so weiter, bis hin zu den semi-adulten Tieren, also den halb ausgewachsenen Tieren, die dann auch als artzugehörig zu erkennen sind, in dem Fall zu den braunen Orchidea-Harnischwelsen. Bevor ich das Video starte, würde ich euch nochmal bitten, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch bitte meinen Kanal. Das hilft mir unheimlich weiter auf YouTube und es freut mich vor allem auch persönlich einfach. Ich mache das nur als Hobby und das ist für mich so ein Anreiz auf jeden Fall auch, um hier weiterzumachen. Und ich freue mich da wirklich sehr darüber, wenn die Abonnentenzahl noch weiter steigt. Jetzt möchte ich aber zu dem Video kommen. Ein ausführlicher Zuchtbericht der braunen Orchidea-Harnischwelse Orthotyropsis piribebui. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Fangen wir doch ganz vorne an, hier in meinem Rennbahn-Aquarium, wo ich die Tiere dauerhaft halte. Das ist schon mal der erste Hinweis, das 30 Liter Zuchtaquarium, was ihr nachher seht, ist auf jeden Fall nicht zur dauerhaften Haltung dieser Art geeignet. Das ist nur zur Zucht dieser Tiere vorgesehen für den Zeitraum, wie lange das eben dauert. Und danach ziehen die Tiere auch wieder hier ein in das Aquarium. Ich habe festgestellt, dass die braunen Orchidea-Harnischwelse sich hier im Rennmann-Aquarium schon vermehrt haben. Also die haben sich nicht wirklich vermehrt, aber die haben Eier gelegt und ich habe Jungtiere gesehen, die sind aber hier nicht durchgekommen. Und deswegen habe ich mich entschieden, sie separat zu setzen und zur Zucht anzusetzen. Und dafür muss man die erstmal aus dem Aquarium fangen und bekommen. Ich habe hier meinen großen Kescher quergestellt für den Fall, dass ich die Tiere da reintreiben kann. Und dann habe ich mit dem kleinen Kescher versucht, Tiere zu fangen. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Man hat die relativ gut hier aus diesem Aquarium herausbekommen. Und mein Ziel war es jetzt hier, aus den 10 Tieren, die ich erworben habe, die ich gekauft habe, 5 Tiere herauszusuchen, wo ich dann relativ sicher sein konnte, dass das Männchen und Weibchen sind. Unterscheiden kann man die ganz gut, wenn man von oben auf die Tiere schaut. Die Weibchen sind deutlich fülliger als die Männchen. Wenn sie denn ausgewachsen und gut genährt sind, hat man da wirklich eine gute Chance, die Geschlechter zu unterscheiden. Und das ist das, was ich jetzt hier mache. Also ich habe wirklich mehr als diese 5 Tiere herausgefangen, um dann aus dieser Auswahl dann meine endgültige Auswahl zu treffen an Zuchttieren, die ich dann entsprechend umsetze in das Zuchtaquarium. Und das sind jetzt hier die 5 Tiere, die ich gewählt habe. Ich habe also darauf, wie gesagt, geachtet, füllige Tiere zu haben als Weibchen, vielleicht schon mit einem Laichansatz. Und hier wäre ein Männchen, was deutlich schlanker ist. Da rechts unten ist auch ein Männchen, links könnte nochmal ein Weibchen sein. Ganz eindeutig ist diese Unterscheidung jetzt hier nicht zu machen, aber bei dieser Mischung konnte ich mir sicher sein, beide Geschlechter dann auch im Zuchtansatz vorhanden zu haben. Das ist natürlich so der erste Schritt. Ja, wenn ich züchten möchte, brauche ich beide Geschlechter und ich überführe diese Tiere dann jetzt hier in den Zuchtwürfel. Dieser Zuchtwürfel, der ist ganz stark bepflanzt mit Java-Farn und Moos und hat als Bodengrund einfach einen Kiesbodengrund. Das spielt nicht so eine große Rolle. Und der ist sehr gut gefiltert. Ich habe einen Innenfilter, der für viel Strömung sorgt. Das wird noch ganz interessant, da die Tiere strömungsliebend sind. Und ein Rucksackfilter, der hier gleichzeitig läuft. Und das Ganze sorgt für eine super Wasserqualität. Zusätzlich habe ich hier noch diesen Drachenbaum. Der wird auch als Glücksbambus im Handel verkauft, der auch nochmal dem Wasser Nährstoffe entzieht. Ja, und dann gleiche ich
die Wasserparameter hier an. Da muss ich nicht viel Sorgfalt drauf verwenden, weil die Wasserparameter sehr, sehr ähnlich sind im Rennbahn-Aquarium und diesem Zuchtwürfel. Da habe ich also nicht lange Zeit mir für genommen, sondern die Tiere dann relativ schnell auch in das Aquarium gesetzt. Ich habe vorher in dem Aquarium schon mal rote Antennenwirse gezüchtet. Und deswegen wusste ich, dass das schon mal ganz gut funktionierte. Das sind ja auch Harnischwälse. Und jetzt diese braunen Orgitter-Harnischwälse, die sind natürlich dann trotzdem relativ anders. Und ich hatte mich vorher informiert, dass die Zucht unter Umständen so ein bisschen ähnlich verläuft wie bei den Panzerwälsen. Das ist eine ganz andere Geschichte, andere Gattung. Und da war ich einfach sehr gespannt zu sehen, wie die Tiere sich jetzt hier machen. Das ist jetzt also hier direkt nach dem Einsetzen. Die Tiere verteilen sich in dem Aquarium. Die haben viel Oberfläche, um diese abzuweiden und so schon viel Nahrung auch zu bekommen. Und zusätzlich füttere ich natürlich in solchen Zuchtansätzen entsprechend. Und um die abweidende Fressweise dieser Orgitter-Harnischwälse zu unterstützen, bringe ich jetzt hier noch Seemandelbaumblätter ein, die, wenn sie denn eine Weile im Aquarium sind, eine ganz schöne Schicht von Bakterien, Kleinstlebewesen auf sich selbst bilden. Und das ist einfach ein super, super Grundsatzfutter für die Orgitter-Harnischwälse. Übrigens auch für die Otocinclus, die man sonst häufig ja in seinen Aquarien vorfindet. Die braunen Orgitter-Harnischwälse, die lieben das aber auch. Es braucht ein paar Tage und dann sieht man die wirklich sehr, sehr häufig an diesen Seemandelbaumblättern grasen. Dann gebe ich hier noch so eine Glasschale ein. Das habe ich aus der Erfahrung heraus jetzt gemacht mit den roten Antennenwälsen. Das führt einfach dazu, dass das Futter, was ich dann da reingebe, nicht so schnell im Bodengrund versinkt, denn auch die braunen Orgitter-Harnischwälse, die gehen nicht in den Bodengrund hinein, um dort Futter zu finden. Und das sorgt einfach unter anderem dafür, dass das Becken etwas sauberer gehalten werden kann und nicht so viele Futterreste im Bodengrund verschwinden. Ja, und dann habe ich erstmal abgewartet und die Tiere weiter beobachtet. Sie sind absolut wohlgenährt gewesen und haben viel sich bewegt und viel gefressen. Und dann habe ich irgendwann diese Beobachtung hier gemacht, dass die im Bereich der Strömung des Innenfilters sich aufgehalten haben als Gruppe und der dort sehr aktiv an der Scheibe auf- und abgeschwommen sind. Auch das Verhalten erinnert sehr an Panzerwälse, die sich auch durch das Becken treiben, wenn sie denn kurz vor dem Ableichen sind. Und das hat mir schon Hoffnung gemacht. Das ist ein sehr auffälliges Verhalten gewesen. Die Tiere sehen unglaublich gesund aus. Das war so kein Verhalten irgendwie des Unwohlseins, sondern es hat irgendein Gruppenprozess hier stattgefunden zwischen den Männchen und den Weibchen. Und das hat mir wirklich Hoffnung gemacht dafür, dass es auch hier bald zur Eiablage kommt. Die Eiablage selbst konnte ich leider nicht beobachten, über den gesamten Zeitraum nicht. Jetzt kann das sein, dass das zufällig immer zu Zeitpunkten war, wo ich nicht zu Hause war. Oder es ist so, dass die Tiere nachts ableichen, das konnte ich nicht so richtig eruieren. Grundsätzlich kann ich aber sagen, Strömung ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das sieht man jetzt hier an diesem kleinen Ausschnitt auch nochmal, wo ein Weibchen dieser braunen Orgitter-Harnischwälse sich wirklich genau in die Strömung des Innenfilters setzt, an dem Auslass des Filters und sich dort festsaugt und die Algen dort abgrast. Die Tiere sind Algenfresser, aber ich habe festgestellt, dass sie auch sehr, sehr gerne tierisches Futter zu sich nehmen. Da sind sie anders als die Otocinclus auf jeden Fall, die ja sehr auf pflanzliche Nahrung aus sind. Die Otodiropsis sind da anders gelagert. Und dann war es soweit. Ich habe die ersten Eier gesehen am Aquarium und was mich sofort fasziniert hat, war, dass eigentlich immer, wenn ich die Eier entdeckt habe und da konnten nicht viele Stunden vergangen sein, auch schon frisch geschlüpfte Larven zu sehen waren. Das heißt, die Entwicklung vom Ei zur Larve, die geht wirklich schnell bei diesen Tieren. Das dauert vielleicht einen Tag oder vielleicht auch manchmal nur ein paar Stunden. Ich konnte das nicht ganz genau festhalten und dokumentieren, wie lange die Entwicklung gedauert hat. Aber es geht wirklich sehr, sehr schnell. Im Hintergrund nochmal rangezoomt, sieht man auch in den Eiern schon die Augen von den Jungtieren. Die sind also sehr schnell bereit zur Zucht. Das ist nochmal so ein kleiner Schnappschuss, wo man ein Alttier sieht und unten links eine kleine Larve an der Scheibe. Und da habe ich mich natürlich total darüber gefreut, dass das relativ schnell auch funktioniert hat. Ich habe dann dafür gesorgt, dass möglichst feine Partikel sich auch im Aquarium verteilen. Im Gegensatz der Aussage gerade zu der Futterschale, die ich hier eingebracht habe, weil die Larven und die Jungtiere, die dann ihren Dotter aufgebraucht haben, sich nie so richtig in dieser Futterschale versammelt haben, um zu fressen, sondern die waren immer verteilt im ganzen Aquarium.
mein Plan zu dem Zeitpunkt war, ähnlich wie ich das bei den roten Antennenwelsen gemacht habe, die Jungtiere einfach in diesem Aquarium groß werden zu lassen. Ich bin mir relativ sicher, dass die Alttiere ihrem Laich nicht nachstellen, also sowohl nicht den Eiern als auch nicht den Larven und den Jungtieren. Und deswegen dachte ich, bei den ganzen Oberflächen, die hier zur Verfügung haben, könnte das funktionieren, dass die Jungen einfach hier groß werden. Und ich habe dann auch festgestellt, dass die Tiere gewachsen sind und konnte hier nochmal ein paar kleine Aufnahmen machen. Also das ist jetzt hier wirklich ein Jungtier, was schon etwas größer ist. Der Dottersack ist aufgebraucht und die haften wirklich sehr, sehr gut hier an der Scheibe. Die haben dieses Saugmaul schon völlig ausgeprägt. Eine leichte Zeichnung ist schon zu erkennen. Und zu diesem Zeitpunkt war ich wirklich guter Hoffnung, dass das auf diese Art und Weise funktioniert. Ich habe immer wieder Jungtiere gesehen. Die Tiere, die Alttiere laichen wirklich sehr häufig ab. Also die sind relativ produktiv. Das habe ich so in dieser Form gar nicht erwartet. Ich habe da festgestellt, dass immer wieder Eier gelegt werden über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Und dass ich dann immer wieder auch hier die Jungtiere dann erkennen konnte an den Scheiben hauptsächlich. Wo sie dann eben für mich gut zu sehen waren. Und dann gab es so eine längere Phase auch immer mal wieder, wo die Tiere nicht abgeleicht haben. Und dann kam die nächste Phase nach ein paar Wochen, wo dann wieder häufig hintereinander abgeleicht wurde. Ich habe auch dann größere Jungtiere in dem Aquarium gesehen und habe aber jetzt in diesem Moment, also zu diesem Zeitpunkt schon festgestellt, dass die Menge der gefundenen Eier und Larven überhaupt nicht mehr mit dem zusammenpasste, was ich jetzt hier an größeren Jungtieren in dem Aquarium finden konnte. Das hätte auf der einen Seite so sein können, dass einfach hier aufgrund der Vielzahl an Versteckmöglichkeiten, der dichten Bepflanzung, diese Jungtiere für mich nicht mehr zu sehen waren und die sich einfach gut versteckt haben. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, es waren so viele Eier in diesem Zeitraum. Man sieht das ja auch ein Jungtier und dann schwimmen wir direkt wieder das nächste Gelege an den Pflanzen jetzt hier, aber auch in der Strömung, sodass ich dann irgendwann festgestellt habe, dass das irgendwie nicht ganz optimal funktioniert. Ich zeige jetzt hier nochmal, was ich für ein Futterprodukt auch benutze. Das ist diese Sea Life Color Paste und das ist so eine feuchte Futtermasse und die kann man eben ganz gut hier an den Aquarienscheiben entlang streichen, sodass man eine relativ große Fläche mit einer dünnen Futterschicht versieht, sodass ich die Hoffnung hatte, dass die Jungtiere auch mal zu sehen sind an den Scheiben und dass ich die beobachten kann, wie die dieses Futter aufnehmen. Das Futter wird grundsätzlich wirklich gut angenommen. Allerdings habe ich nie so ganz aktiv viele Jungtiere dann gesehen, wie sie an dieses Futter gegangen sind, an diese Futterstreifen, die ich jetzt hier hergestellt habe. Zu diesem Zeitpunkt war ich mir nicht sicher, ob ich noch andere Schritte ausprobieren sollte. Ich hatte aber schon mir so überlegt, was ich dann tun kann, um den Zuchterfolg doch nochmal deutlicher zu machen. Die Alttiere haben diese Futterstreifen extrem gut angenommen, die sind da aktiv hingegangen und haben davon gefressen. Man sieht das hier ganz schön. Das ist wirklich ein gutes Futtermittel gerade zur Aufzucht. Ich habe gleichzeitig auch noch dieses Repashy-Futtermittel. Das ist Soylent Green, also mit einem hohen pflanzlichen Anteil. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, wie man das herstellt. Und ich habe mich dann aber wirklich dazu entschieden, doch noch einen anderen Weg zu gehen. Und zwar habe ich mich erinnert, wie ich das bei den Corydoras gemacht habe, bei den Panzerwelsen. Und habe hier diese Einhängeschale benutzt. Und wollte hier gerne dann die Larven und Jungtiere separat großziehen, einfach um den Zuchterfolg noch ein bisschen sichtbarer zu machen und da auch ganz klar für mich zu haben, so okay, ich weiß jetzt, wie die Zucht dieser Tiere funktioniert. Das ist ja mal so ein Anreiz, da weiterzuentwickeln. Die Zuchtschale enthält ein bisschen Moos, die enthält ein Stückchen Seemandelbaumblatt und einen Sprudelstein, der ist ganz wichtig, um das Wasser mit Sauerstoff anzureichern, weil das Wasser hier drin ja nicht gefiltert wird. Ganz wichtig dabei ist, dass man wirklich auf eine sehr, sehr gute Hygiene achtet. Und diese Hygiene ist eine der Hauptpunkte, wenn man denn hier, sei es Panzerwelse oder jetzt hier die braunen Orgetehanischwelse, in so einer Zuchtschale versucht großzuziehen. Der Vorteil ist, dass man sehr gezielt füttern kann und auch größere Mengen füttern kann. Und ich habe hier auch
dann wirklich dafür gesorgt, dass die Tiere gut versorgt sind. Gleichzeitig habe ich immer wieder auch in dem größeren Aquarium, in dem 30-Liter-Aquarium, Jungtiere gesehen, die groß geworden sind, größer geworden sind. Und ich habe die aber dann auch alle hier reingesetzt in die Zuchtschale. Wie ich die rausgefangen habe, das zeige ich gleich noch später in einem kleinen Ausschnitt. Was mir dann aber aufgefallen ist, dass die wirklich sofort hier einen dicken Futterbauch hatten. Also, dass die wirklich hier in dieser Futterschale, in dieser Zuchtschale sehr, sehr gut an Futter gekommen sind. Dieses Bild hatte ich vorher im großen Aquarium noch nicht, dass man wirklich sehen konnte, dass die Nahrung aufnehmen. Ich habe jetzt hier auch gleichzeitig mit Artemia-Nauplien gefüttert. Da hatte ich vorher immer den Eindruck, wenn es Saugwelse sind, die über die Oberflächen gehen, dann kommen die ja nicht so richtig an freischwimmende Artemien ran. Das ist aber ein Trugschluss gewesen. Die Artemia, die verteilen sich im Aquarium, die setzen sich dann irgendwann auch am Boden ab. Selbst wenn die dann absterben und am Bodengrund sind, ist das natürlich ein super Futter für diese Jungtiere. Und ich konnte also hier wirklich eine sehr, sehr schnelle Entwicklung der Jungtiere dann beobachten. Kommen wir nochmal kurz zur Hygiene. Mehrmals am Tag, 2 bis 3 Mal mindestens, habe ich die gesamte Futterschale, dann die gesamte Zuchtschale, dann auch wirklich sehr, sehr pingelig und penibel mit so einem kleinen Luftschlauch wieder gereinigt und sauber gemacht, die Futterreste abgesaugt und dabei gleichzeitig natürlich auch Wasser aus dieser Zuchtschale entnommen. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Ich kontrolliere den Wasserfluss mit dem Finger an dem anderen Ende des Schlauches, sodass da ein sehr geringer Sog entsteht und ich nicht Gefahr laufe, hier Jungtiere abzusaugen. Wenn das mal passiert, kann man die Jungtiere aber auch wieder abwischen und wieder zurücksetzen. Das ist nicht das große Problem, aber es passiert in der Regel nicht, wenn man da sehr vorsichtig vorgeht. Und jetzt hier im Zeitraffer sieht man nochmal, dass ich das wirklich sehr penibel mache. Und ich habe diese Zuchtschale dann mit Wasser aus dem 30-Liter-Becken wieder aufgefüllt, einfach um keine großen Schwankungen in den Wasserwerten zu haben, weil ich nicht so richtig einschätzen konnte, wie empfindlich diese Jungtiere sind. Und ich glaube, das war auch eine ganz gute Wahl, hier nicht mit Leitungswasser und Aquarienwasser zu arbeiten in der Mischung, sondern wirklich nur auf Aquarienwasser zu setzen, weil die sind doch relativ empfindlich gewesen in der Aufzucht, die Jungtiere. Und ich bin jetzt hier dann auf Nummer sicher gegangen, einfach über diese häufigen Wasserwechsel bei fehlender Filterung. Und das hat den Tieren wirklich gut getan. In so einer Zuchtschale kann man die Jungtiere natürlich super gut beobachten. Ich habe jetzt hier wieder einige Aufnahmen zusammengesammelt, wo man sehr kleine Jungtiere noch sieht, aber alle haben schon diesen orangenen Bauch von den Artemia-Nauplien. Ja, die Fütterung von Artemia-Nauplien habe ich ja schon häufig auch thematisiert und selbst jetzt für diese Art war das wieder der entscheidende Moment, als ich das umgestellt habe und hier auf Artemia-Nauplien zurückgegriffen habe, da sind die Jungtiere wirklich richtig im Wachstum abgegangen. Also die sind extremst schnell gewachsen, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ich dachte eigentlich, das sind relativ langsam wachsende Tiere, aber die sind richtig schnell groß geworden und haben gut dieses Futter angenommen. Ich habe gleichzeitig auch andere Futtermittel eingesetzt, also diese Paste, die ich da am Anfang schon einmal gezeigt habe, habe ich hier auch reingegeben und auch dieses Repeshi Soil in Green habe ich hier eingesetzt, um den pflanzlichen Anteil in der Nahrung auch mit drin zu haben. Ich habe aber noch mehr den Eindruck durch die Jungtiere hier gehabt, dass sie auf tierische Nahrung mehr aus sind als auf pflanzliche Nahrung. Es sind ja Tiere, die Oberflächen abweiden und diese Oberflächen bestehen aus einem Biofilm, aus Kleinstlebewesen und das ist dann häufig weniger die Algen oder die pflanzlichen Bestandteile, sondern vielmehr die Kleinstlebewesen in diesen Belegen, die diesen Tieren als Futter dienen und das sieht man jetzt hier wirklich ganz deutlich, dass die jungen Orgeta-Harnischwälse hier, die Orthotyropsis zumindest, wirklich sehr auf tierische Nahrung stehen. Hier sieht man nochmal, in was für geringen Mengen ich dann auf einmal das Futter eingebe. Das ist jetzt nochmal dieses Gelfutter, dieses Repeshi. Und auch diese Paste, die ich da eingebe. Ich habe da wirklich kleine und geringe Mengen reingegeben, einfach um das Wasser nicht zu stark zu belasten. Aber ich habe sehr häufig gefüttert, diese kleinen Mengen, und sehr häufig dann auch wieder sauber gemacht. Also im Prinzip geht es darum, dass die Jungtiere im Futter stehen. Hier sieht man jetzt nochmal, wie ich die Jungtiere aus dem größeren Becken gefangen habe, um sie in die Schale zu geben. Rechts sieht man so eine Larve, die ich jetzt vorsichtig mit dem Finger in Richtung des Netzes scheuche. Ich habe dafür so ein Artemia-Sieb genommen und mit diesem Artemia-Sieb kann man dann ganz gut die Larve an der Scheibe fixieren und da muss man ganz langsam und super vorsichtig nach oben gehen, um diese Kleintiere nicht zu verletzen und wenn die dann in dieses Sieb reingeschwommen sind, dann kann man sie entsprechend sehr schön und schonend umsetzen.
Das ist ein bisschen fummelig. Die sind so klein, dass es schwierig zu sehen ist. Man sieht auch manchmal gar nicht so richtig, ob man sie jetzt aus dem Sieb wirklich in dieses Aufzuchtbecken gegeben hat. Ein bisschen schütteln, ein bisschen Strömung. Und ja, dann hat man die Tiere, wenn man genau hinguckt, auch im Blick und sieht, wenn sie dann aus diesem Sieb heraus sind. Es ist schwierig zu filmen gewesen, aber jetzt sieht man es hier deutlich. Das dunkle Tier oben, das ist das aus dem Elternbecken und unten, das sind Tiere, die hier schon länger drin sind. Und ja, unten die haben Artemia-Norbchen schon gefressen und oben der nicht. Deswegen diese unterschiedliche Färbung. Also konnte ich hier sicher sein, dass das Tier aus dem Artemia-Sieb auch in dem Aufzuchtbecken gelandet ist. Ich habe also jetzt über einen längeren Zeitraum immer wieder Jungtiere abgesammelt, habe dafür gesorgt, dass die Alttiere weiter super gut mit Futter versorgt sind, um auch weiter Laichansatz zu bilden und immer wieder Eier zu legen, sodass ich dann verschiedene Würfe zusammengesammelt habe und immer wieder einzelne Jungtiere aus dem Becken in die Artemia-Schale, in die Aufzuchtschale hineingegeben habe. Hier wird jetzt nochmal deutlich, dass diese Fortpflanzung bei den braunen Orchidee-Harnischwelsen immer weiter voranschreitet. Ein älteres Jungtier, was ich wiedergefunden habe im Altbecken, im Becken der Alttiere und daneben die Eier, die frisch gelegt sind. Also das ist ein fortschreitender Prozess. Ich würde die Tiere nicht als Dauerlaicher bezeichnen, weil sie diese längeren Pausen machen. Aber wenn die in der Phase der Fortpflanzung sind, dann kommen wirklich verschiedenste Gelege nacheinander. Hier sieht man das nochmal, Eier und dann fast geschlüpfte Larven und geschlüpfte Larven in einem Bild. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich einfach mehrere Weibchen hier in dem Aquarium habe, die dann einfach abwechselnd immer wieder geleicht haben. Das ist auch eine gute Möglichkeit, zu erklären, warum immer wieder Eier da waren. Und mich hat das jetzt nicht gestört. Man sieht jetzt hier nochmal die Größenunterschiede bei den jungen Tieren, die ich herausgefangen habe. Das sind einfach kleinere Larven, die ich frisch aus dem Elternbecken hier reingesetzt habe und die älteren Larven, die einfach rasend schnell gewachsen sind. Also das ist hier so ungefähr ein Zeitraum von 1 bis 2 Wochen. Das ist der Unterschied im Größenwachstum. Das heißt, wenn die einmal hier ans Futter gehen und diese Aufzuchtschale wirklich klinisch sauber gehalten wird, bei gleichzeitigem Einbringen dieses Seemandelbaumblatts, wo ja wie dieser Aufwuchs drauf weiter entsteht und für die Tiere als Nahrung zur Verfügung steht, dann wachsen die einfach unheimlich schnell. Ich habe immer so ein paar kleine Schnecken auch drin, die dann auch Futterreste noch vertilgen und dafür auch sorgen, dass hier keine gammeligen Stellen entstehen. Und das jetzt nochmal hier bei so einem Wasserwechsel nach dem Saubermachen der Aufzuchtschale, wo man die Menge der Tiere sieht, die ich jetzt hier abgefangen habe. Das Ganze ist wirklich aufwendig gewesen, weil ich diese Tiere hier alle ja im Prinzip einzeln aus dem Elternbecken herausgefangen habe mit der gezeigten Methode. Und dann ist hier so eine Sammlung entstanden aus verschiedenen alten Jungtieren, die ich dann aber wirklich sehr, sehr gut und schnell groß bekommen habe. Ich habe später, zu einem späteren Zeitpunkt, auch nochmal ausprobiert, die Eier abzusammeln. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Diese haben keine besonders hohe Klebekraft, sind aber sehr stabil. Das heißt, man kann die mit dem Finger von der Scheibe lösen. Und dann mit dem Artemia-Sieb habe ich das jetzt gemacht. Man kann auch ein feines Netz nehmen, die Eier dann entsprechend aus dem Aquarium herausfangen und auch in diese Aufzuchtschale geben. Dann würde ich aber darauf achten, dass ich keine Blasenschnecken zum Beispiel in dieser Aufzuchtschale habe, weil die sollen ab und an auch mal an Fischlaich gehen. Ich habe das noch nicht so stark beobachtet, dass das passiert ist. Aber zum Beispiel Postdornschnecken tun das nicht und die kann man dann hier weiter einsetzen. Und das hat eben auch funktioniert. Also ich konnte auch die Eier hier in diese Schale geben und dann sind auch die Jungen geschlüpft und haben sich auch ganz prächtig entwickelt. Also ich habe da also ganz verschiedene Wege gesucht, um einen guten Zuchterfolg dann zu erreichen. Und ich finde, man sieht das hier ganz schön, dass das auch eine lohnende Zucht sein kann. Die Ototyropsis pyrebebui, die werden sehr häufig noch als Wildfänge im Handel angeboten. Und an der Stelle muss ich sagen, verstehe ich das nicht so ganz, weil sie einfach sehr, sehr gut nachzuziehen sind im Vergleich zu den Otocinclus. Bei denen ist das deutlich schwieriger. Und die sind einfach wirklich gut nachzuzüchten und dementsprechend finde ich auch das hier wieder vielleicht auch ein Beitrag dazu, diese Art in der Aquaristik zu erhalten, ohne auf Wildfänge zurückgreifen zu müssen. Hier zeige ich jetzt nochmal die ungefähre Menge an Artemia-Norbchen, die ich bei einer Fütterung hier reingebe. Das sind wirklich nur ein paar Tropfen, das ist natürlich auch eine sehr dichte Masse, da kommt schon ein bisschen was zusammen und die verteilen sich dann sehr schön in dieser Aufzuchtschale und wenn sie Richtung Boden schwimmen,
Gerade bei dieser weißen Schale ist das gut, weil die sind lichtempfindlich oder die werden zum Licht hingezogen. Und wenn diese weiße reflektierende Oberfläche da ist, dann gehen die auch auf den Bodengrund dieser Aufzuchtschale und dort können sie wunderbar von den jungen Orthothyropsis gefressen werden. Hier habe ich jetzt nochmal dieses Repeschi Soil in Green. Ich zeige also wirklich, ne, diese dauerhafte Pflege, die jetzt hier vonnöten ist, um da wirklich zum Erfolg zu kommen und ja, die Tiere groß zu kriegen. Ich habe irgendwann festgestellt, dass die Jungtiere ab einer bestimmten Größe in der Aufzuchtschale nicht mehr gut klargekommen sind. Ich habe also hier verendete Tiere drin gefunden und konnte mir das nicht erklären. Also die Hygiene stimmte absolut. Und weil ich natürlich nicht die Gefahr laufen wollte, dass die mir jetzt hier alle nach und nach sterben. Das waren immer die größten Tiere, die schon relativ weit entwickelt waren, die dann hier verendet sind. Habe ich mich dazu entschieden, die größten Tiere hier rauszufangen und wieder in das Elternbecken zu setzen. Das war dann so dieser Gedanke, ich nutze die Aufzuchtschale als ja, Anschub, als Start ins Leben dieser Tiere, um die erst einmal gut ans Futter zu bringen und wachsen zu lassen. Und dann die etwas größeren Jungtiere, die setze ich dann wieder in das Elternbecken, wo sie ähnlich wie die Eltern sich ernähren und dann entsprechend einen guten Start hatten und in dem großen Becken dann auch überleben konnten. Und das war wirklich dann der richtige Schritt auf jeden Fall. Die größeren Jungtiere, die haben jetzt keine Probleme mehr gemacht in dem Becken der Elterntiere. Die habe ich dann immer wieder gesehen und ich sehe jetzt auch heute immer noch, dass die sich hier wirklich gut machen. Links unten ist ein erwachsenes Tier, rechts bewegt sich eines der größeren Jungtiere, die ich zurückgesetzt habe. Und die sind auch wirklich so, dass die dann an das angebotene Futter ganz aktiv rangehen, sodass ich mir da keine Sorgen mache, die groß zu bekommen. Ihr seht aber an diesem ganzen Prozess, dass da viele Versuche bei waren und ich reagieren musste auf Situationen, die nicht ganz optimal gelaufen sind. Und am Ende hat das jetzt zum Erfolg geführt, also die Eier oder Larven separieren, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt großziehen und dann den richtigen Zeitpunkt finden, um die größeren Jungtiere, das hier sind jetzt schon, würde ich schon als semi-adulte Tiere bezeichnen, also halb ausgewachsene Tiere, die dann wieder zurückzusetzen in das Aquarium der Alttiere. Und dort können sie dann wachsen. Hier sieht man jetzt ein Muttertier und eines der Jungtiere. Die Art ist deutlich zu erkennen. Also das sind jetzt wirklich schon junge Orgetaharnischwälse und die sind hier wunderbar auf Nahrungssuche gegangen und die weitere Aufzucht stellte dann kein Problem dar. Zu den Wasserwerten kann ich noch sagen, ich habe hier eine Temperatur von ungefähr 24 Grad drin. Das darf noch ein bisschen weniger sein. Diese braunen Orgetaharnischwälse benötigen niedrigere Temperaturen, als man das sonst so von den üblichen Aquarienfischen kennt. Wasserwerte sind ungefähr im neutralen Bereich. Also ich habe da nicht großartig dran rumgepanscht, sondern wir haben ungefähr ein pH von 7, ein GHKH habe ich mit ein bisschen Osmosewasser nach unten gesetzt auf ungefähr 5 bis ja, 4, ungefähr in dem Bereich. Ich habe das nicht ganz genau nachgemessen, aber sie benötigen kein ausgesprochenes Weichwasser und saures Wasser zur Zucht. Und dementsprechend ist das auch gar nicht so ganz schwierig, die dazu zu bringen. Die Herausforderung war hier ganz eindeutig tatsächlich die Aufzucht der Jungtiere. Und ich hoffe, dass dieses Video so ein bisschen deutlich gemacht hat, was Zucht bedeutet, wie viel Aufwand das sein kann, wenn man das denn wirklich dann auch ja, erfolgreich betreiben möchte. Und ja, man muss auf viele Erfahrungswerte zurückgreifen und Ideen entwickeln, Problemen zu begegnen, die bei der Aufzucht entstehen, um dann irgendwann so ein schönes Bild hier vor sich zu haben. Ein Männchen, ein Weibchen ausgewachsen und ein Jungtier. Man könnte fast sagen Vater, Mutter, Kind hier an dieser Stelle, wenn man das Ganze vermenschlichen möchte. Aber das sind natürlich Bilder, die einfach ja, einen dafür entschädigen, wie viel Arbeit man da reingesteckt hat. An diesen Bildern habe ich unglaubliche Freude, wenn man dann wirklich bestätigt bekommt, dass das Ganze hier funktioniert hat. Und ja, das ist der Part, der mir an diesem Bereich des Hobbys wirklich so viel Freude macht, wenn so eine Vermehrung dann entsprechend auch gelungen ist. Ich werde die Art nicht in Massen vermehren. Ich mache die Zucht noch ein bisschen weiter, um eine gute Anzahl an Jungtieren dann auch zu haben. Ich werde die über einen absehbaren Zeitraum auch wieder zurücksetzen ins Rennbahn-Aquarium, auch die Jungtiere, wenn sie groß sind, um dort meinen Stamm zu erweitern. Ich hatte dort ja damals 10 Tiere gekauft, die übrigens alle noch leben. Das heißt, die waren auch nicht so sonderlich empfindlich in der
Eingewöhnung, das habe ich auch in dem allgemeinen Video zu den Orchidee-Harnischwesen schon mal erwähnt. Und ich möchte diesen Stamm von 10 Tieren einfach noch ein bisschen aufstocken. Und die Tiere gefallen mir einfach sehr, sehr gut. Die sind nicht so empfindlich. Es sind auch Algenfresser, aber nicht im Fokus. Also man kann damit nicht irgendwelche Algen Rasen vermeiden oder so oder verhindern. Da sind sie einfach viel zu sehr auf tierischer Nahrung unterwegs. Ja, wenn euch dieses Video, das ausführliche Video zur Zucht der braunen Orchidee-Harnischwesen gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, abonniert meinen Kanal und läutet die Glocke, um keine weiteren dieser Videos zu verpassen. Und ich sag schon mal danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.